Die Provinz Lecce liegt in Südostitalien an der Südspitze der Region Apulien. Zusammen mit Teilen der Provinzen Brindisi und Taranto bildet sie heute das geografische Gebiet Salento, einst Terra d'Otranto genannt. Die Strände der Provinz, heute Urlaubsziel italienischer und ausländischer Touristen, haben sehr feinen, goldenen Sand. Von Steilklippen und hohen Klippen kann man atemberaubende Landschaften bewundern und die Düfte der Macchia Mediterranea genießen. Trockenmauern, sogenannte Bajare, bäuerliche Steinhäuser und Masserien, das sind große Gehöfte außerhalb von Ortschaften, unterstreichen die Landschaft und preisen die Sehenswürdigkeiten des Gebietes, wo Steine seit jeher als Hauptbaukomponente betrachtet werden. In Lecce, auf der zentral gelegenen Via Umberto I, liegt das Celestina-Kloster. Es wird als das wichtigste Denkmal der barocken Architektur der Terra d'Otrantos und eines der auserlesenen architektonischen Ornamente der Stadt betrachtet. Das Gebäude ist heute Sitz der Provinzverwaltung und der Präfektur und trägt diese Namen von den Orden der Celestina, die früher hier lebten. Die Vorderansicht ist in jeder Hinsicht äußerst auserlesen. Die Fenster sind mit raffinierten Gesimsen und mit zahlreichen Barockfriesen verziert, die Blumen, Obst und andere auserlesene Dekorationen darstellten. Die Fensterdekorationen des zweiten Ordens treten vor allem auf der oberen Seite stärker hervor. Sie verleihen der Fassade Anmut und verschönern das gesamte Gebäude. Bemerkenswert ist auch das zentrale Eingangsportal. Das massive Gebäude steht im Einklang mit der gesamten Fassade, die das ausdrucksvollste Symbol des 17. Jahrhunderts in Lecce darstellt. Wenn man die Schwelle des Portals überschreitet, kommt man ins Innere des prächtigen quadratförmigen Klosterkreuzgangs. Der kleine Zugang, der das Celestina-Kloster mit dem Heiligkreuz-Basilika verbindet, ist von besonderem architektonischem Wert. Die Flügeltür ist unter eine suggestive Lünette eingebettet, die vollständig aus Stein besteht und reiche Verzierungen aufweist. Darüber nochmal ein halbrunder Tympanum. Der Raum, in dem heute der Provinzrat tagt, ist ein ganz besonderer. Er hat eine Holzkassettendecke und ist mit verschiedenen Friesen und mit dem Symbol der Lecce-Provinz verziert. Das Wappen steht auch hinter dem Präsidenten vorbehaltenen Sessel und stellt einen Delfin mit einem Halbmond im Mund dar. Das Kabinett des Präfekten ist mit prächtigen antiken Möbeln eingerichtet und wird von einem schicken Kronleuchter beleuchtet. Die Decke ist reich an Fresken mit den Allegorien der Provinz Lecce, Brindisi, Bari und Taranto in vier großen Lünetten dargestellt.
Der sogenannte Wappenraum bewahrt die Wappen aller salentinischen Gemeinden auf. Er ist ein Vorraum einer Reihe von Räumen und üppig geschmückten Salons, unter denen der rote und der grüne Salon hervorstechen, die prächtigsten Salons der gesamten Gebäudes sind. Hier verleihen Tapeten, Stuckarbeiten, Marmor und jede Art von Kronleuchtern der gesamten Umgebung einen Hauch von Eleganz. Der Speisesaal ist auch sehr typisch. Er ist mit antiken Möbeln und prächtigen Gemälden eingerichtet, von denen einige für eine Dauerausstellung dem Museum Castromediano gewährt wurden. Neben dem Speisesaal gibt es auch einen Billardraum für die Freizeitaktivitäten der Gäste des Gebäudes. Einer der wichtigsten Räume des gesamten Gebäudes der Cölestina ist der sogenannte Festsaal, auch Spiegelsaal genannt, wegen der eleganten und prächtigen Kristallwandspiegel. In diesem Salon wurden in der Vergangenheit pompöse und denkwürdige Empfänge organisiert und er wurde von berühmten Persönlichkeiten wie Ferdinand IV., Joaquin Murat und dem König Ferdinand II. Besichtigt. Palazzo Adorno, wenige Meter des Gebäudes der Cölestina entfernt, ist ein weiteres wichtiges historisches Gebäude der Provinz Lecce. Vermutlich das charakteristischste Gebäude des 16. Jahrhunderts in Lecce. Der Eintritt ist mit facettenreichem Bossenwerk und hat ein Lünettengewölbe von Säulen gestützt, deren Kapitelle reich an auserlesenen Mustern von Akanthusblättern sind. Der Treppenschacht-Eintritt wird von zwei unechten rechteckigen Säulen mit zierlichen Kapitellen verziert. Weiter oben gibt es ein rechteckiges Gesims, das Wappen der Familie Loffredo di Capua darstellt. An die Dynastie wird auch in einer Nische erinnert, wo die Reste eines Freskos der Ehe zwischen Cicco Loffredo und Lucrezia di Capua im Jahr 1557 stehen. Palazzo Adorno liegt, wo es einmal die sogenannte Giudecca gab, das heißt Lecce jüdischen Ortsteil. Die echte Synagoge entstand ein wenig entfernt, aber 1540 schuf Karl V. einen Erlass, infolgedessen sie zerstört wurde und die Juden von der Stadt und vom ganzen Reich unter dem Vorwurf des Wuchers vertrieben wurden. Man kann die Wahrheitstreue dieser Geschichte durch eine Steingravur, Questa non è la casa di Dio, das heißt, das ist kein Gotteshaus, die in den unterirdischen Wasserleitungen, welche das Regenwasser sammeln und entladen, gefunden wurden. Man erzählt, dass die Inschrift im Kerker zum Zeichen ihrer Verachtung eingraviert werde. Eine Kuriosität macht Palazzo Adorno noch spannender. Unter seinen Grundmauern und durch eine steile Innentreppe fließt ein enger und langer unterirdischer Fluss. Es handele sich um den Idume, der erste Grundwasserfluss, der seit Jahrhunderten unterhalb der Grundmauern der Gebäude der Altstadt von Lecce fließt und an der Adriaküste bei Torre Chianca an die Erdoberfläche kommt.
Das Museum Sigismondo Castromediano entstand im Jahr 1868, als Teradotranto Provinz ein spezifisches Suchkomitee ernannte, um die künstlerischen historischen Vorläufer des Salentos kennenzulernen. Sigismondo Castromediano wurde dann zum Vorstand ernannt, das danach seinen Namen trug. Ursprünglich lag das Museum im ersten Stock des ehemaligen Klosters der Celestina. 1979 wurde es an den heutigen Ort verlegt und es stellt den historischen, archäologischen und kulturellen Mittelpunkt des gesamten Salentos dar. Im ersten Stock des Museums gibt es die Abteilung der Frühgeschichte, wo die berühmten Venusfiguren von Parabita ausgestellt sind, das heißt kleine Statuen weiblicher Körper aus dem Jungpaläolithikum. Nach der Abteilung der Frühgeschichte gibt es das Antiquarium, das heißt einen kreisförmigen Raum, wo man Glaskästen und Reste antiker Inschriften auf Stein beobachten kann. Man kann auch eine Vasen- und aus hellenistischer Zeit stammenden Artefaktensammlung bewundern. In vielen Artefakten werden Kriegs-, Alltagsszenen und Szenen hellenistischer Mythologie dargestellt. Auf demselben Stock kann man die interessanten Keramiken des sogenannten Gnazia-Stil bewundern. Gnazia ist die dritte Region des alten Apuliens, die von Plinius und Horaz zitiert wurde. Im Erdgeschoss führt ein elliptischer Pfad zur Entdeckung der alten gepigischen Salento-Ursprünge. Hier werden die Beweisstücke ausgestellt, die die Beziehungen zwischen der ägäischen Welt und dem Salento seit der mykenischen und der Eisenzeit zwischen dem 10. und 8. Jahrhundert vor Christus beweisen. Im dritten Stock wurde 1979 eine Pinakothek eingerichtet. Mit Gemälde, die aus der ganzen Provinz von der Schenkung in Panareses im Jahr 1952 und von der Sammlung des Gästehauses Palmieri stammte. Wichtig sind auch die Ausstellungen zeitgenössischer salentinischer Gemälde. Das Gästehaus Palmieri wird als kultureller Mittelpunkt der ganzen Provinz Lecce betrachtet, auch dank zahlreicher Dienste, die der Öffentlichkeit in allen Räumen des Gebäudes geboten werden. Der gesamte Gebäudekomplex des Gästehauses Palmieri entwickelt sich auf drei Seiten in unmittelbarer Nähe des wunderschönen kleinen Platzes Giosuè Carducci, in dessen Mitte die Büste des toskanischen Dichters vorhanden ist. Die Fassade des Gästehauses ist sehr üppig. Hier dorischer Stil erinnert vor allem in der Mitte an die großen Tempel des Großgriechischen Reiches. Das Gästehaus Palmieri wurde 1273 zusammen mit der angrenzenden Kirche des Heiligen Schuhs des Franziskus gebaut. Ursprünglich war es ein Franziskanerkloster. Dank der Jesuiten wurde das Gästehaus eine Ausbildungsstätte, denn es gab dort verschiedene Schulen. Erst im Jahr 1865 wurde das Gästehaus dem berühmten salentinischen Wirtschaftswissenschaftler Giuseppe Palmieri gewidmet.
Die Kirche des heiligen Schuhs des Franziskus ist heute entweiht und Teil des Gästehauses Palmieri. Sie wurde 1330 gebaut und liegt mitten in der Altstadt von Lecce. Die Geschichte des Kirchennamens ist ganz kurios und führt zu einer alten Volkslegende. 1222 war Franziskus von Assisi auf seinem Weg ins Heilige Land in Lecce zu Besuch. Man erzählt, dass er von seinen treuen Anhängern der Stadt gebeten wurde, ihnen eine Erinnerung seines Besuchs zu hinterlassen. Der Heilige willigte und schenkte ihnen eine Sandale, weil er ja sonst nichts besaß. Im Oratorium, wo sich der Heilige der Legende nach aufhielt, hängen zahlreiche Fresken des 18. Jahrhunderts, die im vergangenen Jahrhundert von Pasquale Grassi restauriert wurden und verschiedene Phasen aus dem Leben des Mönchs darstellen. 1874 stiftete der Forscher innerhalb des Kirchturms eine Wetterstation und danach 1877 gegründet ein Zentrum für die Überwachung der Niederschlagsmessstationen. Das Innere der Kirche hat den Grundriss eines griechischen Kreuzes mit zwei Pilasterordnungen verziert. Nur 5 der ursprünglichen 10 Altäre sind heute noch erhalten. Der suggestivste Altar ist der Hochaltar, wo die aus 1833 stammende pappmasche Statue Heiliges Josefs mit dem Kind steht. Unter den übrigen Altären der Kirche befindet sich auch der dem heiligen Franziskus von Assisi gewidmet. Er liegt auf der rechten Seite des Querschiffes und wurde vermutlich von Bildhauer Pasquale Simone gebaut. Villa Melone trägt den Namen von der mächtigen Handelsfamilie, die im 19. Jahrhundert hier lebte. Die Villa liegt in der ehemaligen Stadt Rudia auf dem Pfad einer alten römischen Straße, in die man entlang der messapischen Wehrmauer der Stadt Lupie, der heutigen Stadt Lecce, gelangte. Die Fassade ist schlicht und wird im oberen Stock von einigen Siegesinsignien mit Pflanzenornamentik an den fernsten Seiten verschönert. Unter den bezaubernden Räumen des gesamten Adelssitzes ist die sogenannte Einstiegegalerie. Dekorativ sehr interessant ist das große Kreuzganggewölbe. An den Ecken der Gewölbe werden geflügelte Tiere mit großen Trophäen mit Pflanzen und Obstornamentik dargestellt. Vier Paare stilisierter Sphinxen thronen in der Mitte jeder Mauer. Auf der oberen Seite gibt es 2 Rundbilder mit weiblichen Figuren, die mit dem Ball spielen und tanzen. Ein anderer sehr interessanter Saal liegt neben der Galerie. Er ist auch sehr faszinierend und hat dieselben ikonografischen Motive der Galerie mit wenigen aber bedeutungsvollen Dekovarianten. Thank you.
Wenige Kilometer von Verdole entfernt liegt der Ortsteil Acaia, die alte befestigte Ortsmitte von Segina. Sie stellt den wichtigsten Beweis befestigter Kleinstädte im Salento dar und erhält noch völlig intakte Spuren ihrer glorreichen Vergangenheit. Die alte Ortsmitte von Acaia stammt aus dem Mittelalter, als sie von Karl II. Von Anjou-Gervais von Acaia als Lehen gewährt wurde. Acaia ist heute nicht nur für die Schönheit ihrer Altstadt, sondern vor allem für die imposante Festung bekannt, die ihre Bürger und die Umgebung verteidigte. Diese großartige militärische Festung ist unter den innovativsten und besterhaltensten des ehemaligen Königreichs Neapel. Karl V. strebte nach einer stärkeren Kontrolle des Salentos. Er entschied, die kleine Ortsmitte von Acaia aufzurüsten, um seine lokale Dominanz zu verstärken. Die Festung bietet sich von außen sehr mächtig dar. Ihre Form und ihre detaillierten Ornamente machten sie zu einem modernen und uneinnehmbaren Gebäude. An zwei gegenüberliegenden Ecken stehen mächtige Wachtürme des Hauses Anjou, traditionell kreisförmig und mit eleganten Pechnasen. Der nordöstliche Turm neben dem Festungseingangsportal trägt Acaias Adelswappen mit unterstehenden Inschriften. Auf der nordwestlichen Seite kann man einer in der Festung eingefügten hohen Sporn bewundern. Noch besonderer ist die dreieckige Bastion an der südöstlichen Seite der Festung. Der Festungszugang führt ins Untergeschoss, wo einst die Küchen lagen und wo man Lebensmittel lagerte. Hier sind noch die zahlreichen Korbgräben gut sichtbar, die für die Lebensmittellagerung genutzt wurden. Auf der gegenüberliegenden Seite lagen die Ställe, die im 19. Jahrhundert als halbunterirdische Ölmühle genutzt wurden. An den Wänden eines vermutlichen Gotteshauses wurden die Reste verschiedener alter Fresken aus dem spätbyzantinischen Zeitalter gefunden. Das am besten erhaltene Fresko mit besonderem künstlerischem Wert stellte die sogenannte Dormitio Virginis dar, das heißt Einschlafen der Gottesmutter. Im obersten Stock wohnte die Adelsfamilie. Es gab 7 Räume, unter denen der sogenannte Saal des Hauptturms und der viereckige Bastionsaal. Einen der schönsten Säle der gesamten Festung war der sogenannte neuneckige Saal, der auf der nordöstlichen Seite der Festung beim in dieselbe Richtung gelegenen Turm lag.